Brüder und Schwestern in Christus, das Evangelium, das wir gehört haben, ist eins, das wir fast immer an diesem Sonntag liest. Und Jesus spricht dazu seinen Jüngern. Und wie es im Johannesevangelium so ist, es ist eine theologische Rede. Und er spricht in der heutigen Perikope darüber, was die Wahrheit ist und wie man zu dieser Wahrheit gelangt. Und mich erinnern diese Worte Jesu an das, was dann später der Pilatus fragen wird: Was ist Wahrheit? Was ist die Wahrheit eigentlich? Das kann man nicht verheimlichen, dass morgen die Wahl ansteht. Eine gute Sache, ich gebe auch keine Wahlempfehlung, keine Angst. Das ist nicht meine Sache. Ich darf sowieso in diesem Land nicht wählen, also spare ich mir das. Jeder muss für sich selber entscheiden. Aber bei jeglicher Wahl, auch bei dieser, die morgen stattfindet, fragt man sich, was ist die Wahrheit? Ist das wahr, was der eine oder andere Kandidat spricht? Erstens, ob sie das wirklich so meinen, wie sie das von sich geben? Zweitens, was ist wirklich die Wahrheit? Ob das, was sie behaupten, mit dem übereinstimmt, was die Wirklichkeit ist. Und wenn du einmal eine wichtige Wahl in deinem Leben getroffen hast, dann weißt du, dass diese Frage nach Wahrheit, nach der Wahrheit, eine wesentliche ist. Und das heutige Evangelium gibt eine Antwort, die nicht unbedingt einfach und auch nicht gleich hilfreich ist, aber es schlicht und einfach wahr ist. Weil Jesus spricht hier davon, dass der Geist der Wahrheit den Jüngern gegeben wird. Und die Wahrheit, von der Jesus spricht, das ist nicht etwas, was ich oder du haben können, oder der eine oder der andere Kandidat oder sonst jemand, sondern das ist etwas, was Gott gehört. Und deswegen ist es wahr. Weil alles, was zu Gott gehört, ist mehr wahr, als man sich denken kann. Ich glaube, jeder von euch hat auch so eine Erfahrung, so einen Tag, wo einem alles unwirklich vorkommt. Wo nichts irgendwie sich zusammenkleben will, alles durch die Finger rinnt und es irgendwie nicht zusammenpasst. Das ist das, was die Welt bietet. Also nicht die böse Welt, sondern die Welt, auch wir. Nur das haben wir anzubieten. Und das, was Jesus anzubieten hat, ist etwas Gutes vor allem. Und das Zweite ist, das ist etwas, was alles zusammenhält. Nur durch den Glauben an Gott kann man an diese Wahrheit gelangen. An diese Information, wie alles zusammengehört. Das ist nicht immer wichtig, alles zu verstehen, wie die Welt funktioniert und so weiter. Das wäre höchst interessant. Und ich habe mir das immer schon vorgestellt. Im Himmel werde ich da viel Zeit haben und ich werde coole Bücher lesen. Physik, Astrophysik, das ist, was mich immer interessiert hat. Mathe. Ich habe manche Sachen nie richtig verstehen können. Im Himmel werde ich es verstehen, aber die traurige Wahrheit wird wahrscheinlich sein, dass mich das überhaupt nicht interessieren wird. Weil ich vor einer Wahrheit stehen werde, die viel größer ist und ganz anders, als wir uns das vorstellen. Weil die Wahrheit, von der Jesus spricht, ist nicht nur etwas, eine Behauptung. Sie ist wirklichkeitsstiftend. Sie ist die Schönheit Gottes selbst. Da, wo wir Gott gelten lassen, wie er ist, also die Wahrheit gelten lassen, da wird alles schön. Nicht unbedingt unkompliziert, aber es wird schön. Das ist das, was wir in der Dreifaltigkeit sehen eigentlich. Also in Gott funktioniert alles gut. Ne? Also Sohn, Vater, Heiliger Geist.
Ich habe ein paar Jahre Theologie studiert, meine Brüder auch. Und wenn mir einer erklären kann, wie die Dreifaltigkeit funktioniert, dann bekommt er einen guten Preis von mir. Also eins, was mich überzeugt. Es gibt tolle Theorien, aber ja, irgendwie entspricht es nicht dem, was Gott ist. Aber wenn man zu ihm betet, ihn anbetet, so wie wir es heute tun, dann stimmt alles. Da ist alles an seinem Platz. Weil man die Wahrheit gelten lässt, die Wirklichkeit, die es wirklich gibt, Gott selbst. Und dadurch, dass man wirklich in der Wahrheit steht, also schlicht und einfach auf Deutsch gesagt, Gott die Ehre gibt, also ihn gelten lässt, wie er ist, im eigenen Leben und in dieser Welt, da bekommen wir auch den Frieden, von dem im Brief an die Römer die Rede ist. Nicht einen Frieden, der so friedlich ist und beruhigend, sondern einen Frieden, der erfüllen kann, der dich tragen kann in deinem Leben. Das ist das, was wir uns erwarten, damit wir, wie wir es heute im Psalm gehört haben, und wie wir es auch noch sehen, solche Hymnen singen können, auf all das, was wir sehen, was Gott geschaffen hat. Weil ich erlebe es zu oft, besonders in der Kirche, zu oft, das heißt nicht, dass es immer vorkommt, aber in der Kirche erlebe ich es wirklich zu oft, dass man sich über Dinge unterhält, mit Dingen beschäftigt, die mit Gott überhaupt nichts zu tun haben, die an und für sich nicht schlecht sind, aber mit Gott nichts zu tun haben. Und dann wundert man sich, dass nichts funktioniert, dass uns die Leute davonlaufen oder sonst etwas nicht so ist, wie es sein sollte. Dass die Kinder nach der Erstkommunion verschwinden, dass die Firmlinge nach der Firmung schon ihren Abschluss mit der Kirche gemacht haben. Aber wo stehst du in deinem Leben zu dieser Wahrheit? Das ist die Frage, die sich heute stellt. Das ist keine einfache und angenehme Frage, das gebe ich zu. Aber es ist wesentlich, sich dieser Frage zu stellen. Zu fragen, wo ich in meinem Leben Gott die Ehre gebe. Wo ich es so erleben kann, wie es im Gebet ist manchmal. Dass ich zu Gott bete und er ist einfach mit mir. Da ist Wirklichkeit. Und klar behaupten viele, das ist Zeitverschwendung, Ressourcenverschwendung. Ja, der Mensch könnte viel Produktiveres tun. Aber was hat schon in dieser Welt Bestand, was wir schaffen können? Wenn ihr durch die Welt reist, man schaut immer wieder irgendwelche Ruinen und so weiter, die frühere gebaut haben. Und es zerfällt alles zum Staub. Das, was Bestand hat, ist etwas anderes. Und das ist die Wahrheit, von der Jesus heute spricht. Er ermutigt seine Jünger damals und uns heute, das zu suchen, was wirklich von Bestand ist. Nicht irgendwelche belanglosen Dinge, die wichtig sein mögen. Also ein guter Fernseher mag wichtig sein und richtig sein und gut sein, aber ja, jeder spürt irgendwann, das ist nicht das, was mein Leben erfüllt. Das verschafft mir vielleicht Zeitvertreib, aber keine Erfüllung. Und wir erbitten auch heute, dass Gott uns diese Gegenwart schenkt, also diese seine Wirklichkeit, dass wir in dieser Gegenwart stehen. Deswegen setzen wir am Ende dieser Eucharistie das Allerheiligste aus, dass Gott gegenwärtig mitten unter uns ist, sichtbar. Ein bisschen anders, als man sich das vielleicht wünscht, aber er ist unter uns, greifbar nahe. Und ich lade euch heute dazu ein, wenn wir nach der Kommunion, nach der Eucharistie, den Herrn aussetzen, unseren Blicken aussetzen, dass ihr ihn darum bittet, Gott, zeige mir, was diese Wahrheit ist, die du mir zeigen möchtest. Das heißt nicht, dass du etwas falsch in deinem Leben machst, aber es gibt Gutes und Besseres. Wende dich zu dem Besseren zu.
Und dann wird alles richtig sein, dann wird alles an seiner richtigen Stelle sein. Ich wünsche euch das vom tiefsten Herzen und mir selber auch, dass wir diese Wahrheit tagtäglich suchen und finden. Also ich halte nichts davon, dass wir in der Kirche nur suchen. Was sollen wir schon suchen? Wir haben den Herrn mitten unter uns. Wir müssen nicht suchen. Nur uns in seine Gegenwart begeben. Das ist manchmal schwierig, aber ich wünsche euch, dass es wirklich die produktivste Zeit eures Lebens ist, wenn ihr eure Zeit für den Herrn, für das Gebet, für seine Gegenwart verschwendet.